Ich habe auch überlegt, ob ich heute Mario 64 Randomizer streamen will. Da muss ich gerade denken. Play Game. Normal. Ich möchte einen Mario hier. Einen Luigi hier. Eine Coinbox hier. Was bringt die Coinbox? AP sind die Angriffspunkte, denke ich. Die Coinbox kann angreifen. Der Mega Mushroom auch. Kann ich den Mario geben? Nein. Ich kann den Mega Mushroom nirgendwo hinsetzen. Ich denke, ich hole mir mehr Marios. Das ist quasi wie Bloons, nur mit mehr Mario. Habe ich noch? Ich habe noch genug, um mir mehr Marios zu holen. Ich kann die aber nirgendwo hinsetzen. Das ist sehr verwirrend. Kann ich bitte die Runde starten? Mega Mushroom auf die Strecke? Nein, das geht nicht. Das habe ich versucht. Kann ich Mario upgraden? Oh ja, Upgrade-Kosten 10. 10. Habe ich ihn jetzt upgegradet? Welches Level ist der? Der ist Level 5. Auf Level 5 macht er 5 bis 9 Schaden. Ich denke, ich werde Mario einfach weiter upgraden. Man zahlt 10 Coins pro Upgrade. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Der Fehler meiner Taktik wird mir bewusst. Wir brauchen stärkere Luigis. Luigi kostet 20 Münzen für ein Upgrade. Aber er hat eine höhere Range. Oh nein. Toad. Halte sie auf, Toad. Los. Toad. Nein. Oh Gott. Kannst du das Bild größer machen? Nein, ich kann nicht näher ranzoomen. Ich habe schon versucht. Tragischerweise. Oh, der kostet 100 Coins, der Mega Mushroom. Deswegen konnte ich hier nicht setzen und die Coinbox. Oh nein. Ich habe so viel Schaden genommen. Ich werde einfach mehr elitäre Super Marios machen, die scheiß viel Damage austeilen. Vielleicht ist das die Taktik. Ich brauche noch mehr als einen starken Mario. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich beginne zu verlieren. Ich meine, es können auch nur bedingt viele Gegner auf einem Haufen sein. Das heißt, wenn ich theoretisch... Ich mag es, dass das RPG-Maker-Soundeffekte sind. Theoretisch die Marios alle upgraden, sollte ich doch... Ich habe gleich sowas von verloren. Soll ich das doch hinbekommen? Die Upgrades sind so günstig. Vielleicht sollte ich einfach Einheiten spammen. Wisst ihr was? Wenn ich das überlebe, werde ich... Oder wenn ich verliere, werde ich eine neue Taktik versuchen. Oh, das Spielfeld ist riesig. Oh, man kann scrollen. Ich hatte keine Ahnung. Wolli, hörst du von uns als Mord, hä? Resurzeption. Wie lieben Dank. Au. Okay, sie machen nur 2 Schaden pro Shy Guy. Kann ich akzeptieren. Ich habe aber kaum Coins. Ich habe viel zu wenig Coins. Oh mein Gott, nur Luigi kann sie angreifen. Oh nein. Lass mich neu starten. Das akzeptiere ich so nicht. Lass mich das nochmal neu anfangen. Ich habe verloren. Hundespielzeug. Frischstationchen. Bibi, lieben Dank. Endlich ein Open World Mario. Ja. Normal. Okay. Also. Gibt es einen Grund, keine, nicht viele Luigis zu platzieren? Warum kann ich keinen weiteren Luigi platzieren? Okay. Ich bin sehr verwirrt. Warum kann ich... Oh, in dem Fall war ich nicht genug Münzen ab. Ich weiß, ich bin nicht mehr so verwirrt. Ich habe einfach nur einen Fehler gemacht. Das Upgrade erhöht seinen Damage ein gutes Stück. Ich meine, Luigi hat eine gewaltige Range. Aber er ist auch furchtbar langsam. Ich werde sowas von verlieren. vielleicht sollte ich was, vielleicht sollte ich was anderes machen. Okay. Nein.
Das ist verloren. Normal. Nochmal. Ich werde das Ganze jetzt nochmal machen. Was kann Toad? Da steht nicht, was Toad kann. Ich werde einfach den taktisch günstigsten Orten... Ich kann die Hälfte der Zeit die Einheiten nicht platzieren. Das ist ein bisschen problematisch. Warum spiele ich das? Lass mich was anderes spielen. Das Spiel war ein Fehler. Okay, wie wäre es aber mit Flash ausführen? Ja, oh, es werden viele Spiele verloren gehen, wenn Flash weg ist. Ist euch das bewusst? Wie wäre es mit Minecraft Tower Defense? Ich meine, habe ich das schon mal gespielt? Warte, habe ich das vielleicht schon mal gespielt? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Island. Oh mein Gott, das ist unglaublich kreativ. Das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Sehr das, ich muss den Weg, den die Gegner entlanglaufen, erst selbst zusammenbauen. Ich bekomme wohl irgendwelche Ressourcen dafür, ich weiß ja nicht ganz welche. Yo. Ich packe den Block hier hin. Builder Turret. Oh, daraus werden dann Eier verschossen. Und Upgrade kann ich für 30 machen. 30 was? Oh, 30 von diesen Blöcken, okay. Klick on your Turret, dann upgraden wir das Ganze, nehme ich an. Komm schon. Was will das von mir? Ich habe jetzt zwei Upgrades gemacht. Soll ich noch eins bauen? Auf den Weg soll ich einen Block packen. Verzeihung. Ich kann also die Gegner langsamer machen mit Wasser. Okay, das ist sehr viel interessanter, als ich jetzt gedacht hätte. Skip, was auch immer. Dann fangen wir mal an. Können wir eine Runde Paper Minecraft spielen? Wo ist Paper Minecraft? Oh, hier können wir danach. Schau euch an, wie die Eier verschossen werden. Yo. Ich muss auf jeden Fall mehr von dem Wasser hinpacken. Nächste Runde. Begin Wave. Vielleicht ist das, das beste Spiel aller Zeiten. Das würde mir mehr Spaß als normales Minecraft machen. Da bist du einfach nur sehr leicht zu beeindrucken, habe ich das Gefühl. Hast du das Spiel mal gespielt? Nein, das war ein... Ich habe ein schlechtes Minecraft Tower Defense gespielt. Das ist jetzt wirklich ziemlich cool und kreativ. Schau ich Steve an, wie er schläft. Darf nicht gestört... Oh, das sind die Creeper. Steve darf nicht gestört werden. So, und jetzt kann ich vielleicht... Was können wir sonst noch machen? Arrow Dispenser? Oder was auch immer? Dispenser. Verzeihung. Ja, holen wir uns Pfeile. Klar, warum nicht? Kann ich das upgraden? Nein, Upgrade kostet 150. Kann ich mir nicht leisten. Aber vielleicht ist das das beste Spiel der Zeiten. Glaubt ihr, irgendwann kommt da der Ender Dragon? Ich kann versuchen, ob ich das Spiel noch größer machen kann. Moment. Nicht über alles. Na, ja, komm schon. Oh Gott. Ich pack's hier hin. Dann schneide ich das etwas zu, was ihr nicht sehen könnt. Da vertraut mir, das habe ich gemacht. Dann werde ich das einfach noch ein gutes Stück größer machen. Okay, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dieser Größe? Zoom einfach ins Browserfenster. Ich bin so nah rangezoomt, wie es möglich ist. Nach wie vor. Oh oh. Oh oh. Der Inkling ist da. Eventuell habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, den zu besiegen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Oh! Oh, er ist tot!
Oh mein Gott, Upgrade. Nächste Phase. Ich bin so bereit. Was ist das? Was sind das für kleine Gegner? Weiß ich, was das ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir sehr stark. Blacklong Schlong, 15 Monate. Reception, wie wir dem Dank. Sag schnell, Tintenfisch oder Kind? Ich glaube, es war ein Kind. Ich baue mal einen Kaktus. Und dann würde ich hier ganz gerne noch mehr Wasser hinpacken, um die Knaben langsamer zu machen. Was will der Kaktus bringen? Oh, das ist wie Plants vs. Zombies. Sie bleiben einfach etwas daran hängen. Ansonsten werde ich, denke ich, demnächst einfach mal versuchen, noch mehr Tower zu bauen. Oh, der Snow Dispenser, den habe ich auch noch nicht gemacht. Zeig mir den Schnee. Silberfische. Oh Gott, der Enderman. Das war scheiß beängstigend. Das missfällt mir. Oh mein Gott, der Feuerballknabe. Oh, jetzt können wir Feuerbälle verschießen. Oh nein. Oh nein, der Schleim. Und es werden immer mehr. Das Spiel ist so viel cooler, als es jemals sein sollte. Oh, ich will die Feuerbälle in Action sehen. Die geben aber leider kaum Punkte, was etwas beschämend ist. Ich brauche definitiv Wasser. Man zahlt ja für jedes Wasser, das man platziert hat, dann immer 25 mehr. Das ist etwas beunruhigend. Oh oh, was ist das? Oh nein, ist das ein Skelett, der alles auf der Spinne reitet? Nein, die Spinne! Nein. Okay, komm schon. Oh, 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 nein, 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 nein! Nein! Ah! Die Spinne! Pfui, Spinne! Sie ist einfach durch. Oh, das war nicht gut. Hoffe mal, dass so ein Boss nicht nochmal auftritt, sonst habe ich ein Problem. Ich bin mir noch sicher, dass du genau das gespielt hast. Ich bin mir sehr sicher, dass ich genau das nicht gespielt habe. Macht das Feuerteil auch mal was? Oh. Es macht Schaden um alle Gegner im Umfeld. Okay, das heißt, ich muss hier absolut hier drumherum die Gegner weiter verlangsamen. Hier. Und mehr habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe die Wasserfelder zu großzügig platziert und das wird langsam ein Problem. Das Feuerteil greift viel zu selten an. Ich glaube, das Feuerteil war eine riesige Fehlinvestition irgendwie. Ich bin mal zu 100% durch, hat erstaunlich viel Spaß. Ich meine, bisher ist es ziemlich unterhaltsam. Der Heavy Nine für die 25 Bits. Ich packe einfach noch mehr andere Turret-Teile hin. Und noch der Eierschießer. Ich mache einfach. Da sollte ich vielleicht anfangen, Dinge abzugraden. Was passiert, wenn du Lava platzierst? Oh, das ist Lava. Ich denke einfach mal, dass Gegner halt dann Schaden nehmen, wenn sie in die Lava laufen. Ähnlich wie der Kaktus. Das heißt, es könnte noch ein guter letzter Ausweg sein. Also wenn ich das upgrade, dann verdoppelt sich die Feuerrate hiervon. Oh mein Gott, das muss ich machen. Ich sollte generell die Sachen anfangen abzugraden. Ist aber so teuer. Klar, machen wir das auch noch. Okay. Ich würde die Lava wirklich gerne platzieren, aber ich glaube, das kann ich mir aktuell nicht leisten. Merge Pickaxe. Was soll ich eigentlich von dem Spiel zu halten? Ist das ein Pickaxe-Klicker? Ihr könnt es nicht richtig sehen. Ich weiß, ich ziehe es zurück, ihr könnt es nicht richtig sehen. Ihr könnt mir die Frage nicht beantworten. Nächste Welle. Oh nein, Musik. Oh oh. Sie sind zurück! Oh nein. Ich glaube, die sind gerade in Squid und weniger in Kid. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Oh mein Gott. Das war einfach Perfektion. Das war so beängstigend.
Ich mache das Upgrade als nächstes für 450. Okay, Silberfische. Ihr müsst sterben. 450. Jetzt können wir vernünftig viele Pfeile abschießen. Und coolste ist, dass die Sounds original sind. Warum? Was sollte die sonst sein? Oh, und da oben rechts sieht man, wie viele Gegner in der nächsten Welle auftauchen, sehe ich gerade. Das könnte vielleicht in Zukunft noch hilfreich sein. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich taktisch am besten weitermachen kann. Was wären gute Units, auf die ich setzen könnte? Ich weiß es doch nicht. Oh, ich sehe gerade, der Eierschalenwerfer ist super günstig abzugraden. Macht wahrscheinlich auch nicht viel Schaden, aber was auch immer. Kann nicht schaden, wenn man davon ein paar unterwegs dabei hat. Oh mein Gott, die ändern. Oh, die sind so laut! Oh, was zum Fick? Warum sind die so laut? Das gefällt mir nicht. Ja, ich bin bei Welle 9. Oh nein. Langsame Schleime. Außer mehr Sino Brad, 25 Monate, Research Option, wie wir lieben Dank. Wasser verlangsamt. Ja, ich meine, wofür wäre es sonst gut? Ich mache noch mehr Eierschießer. Okay. Laufen wir auf das Beste. Oh oh. Oh oh. Oh, wir haben ihn besiegt. Oh mein Gott. Was immer, noch eine Pfeilfalle. Jo, wir haben ihn besiegt. Sieh auf, wie crazy diese Games sind. Oh, ja. Das sind ziemlich crazy Games. Grindcraft unten rechts. Ich habe das Gefühl, es gibt zu viele Minecraft Flash Games. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Nehmen Enderman durch das Wasserschaden? Ich glaube nicht. Ich bin gerade unsicher, wie weit ich das Ganze noch spielen will. Weil ich weiß, ich habe das Gefühl, wir haben alles gesehen. Ich spiele Papercraft als nächstes, dank der 9,2 Bewertung. Ich spiele Papercraft, was haltet ihr davon? Wo ist Papercraft? Da, Paper Minecraft. 9,2? Das halte ich für übertrieben. Ich glaube, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich glaube nicht, dass es so gut ist, okay? Ah, Moment. Lass mich das Ganze noch etwas anpassen. Damit ihr tatsächlich was sehen könnt. Ich weiß, das ist ziemlich gütig von mir. Gern geschehen. Und... ja. Yeah. Ja. Scheint mir ziemlich akzeptabel zu sein. Okay. Paper Minecraft. Alex oder Steve? Ich will eine Chest. Ich bin Steve. Cloning Sprites. Es ist einfach 2D Minecraft. Yo, ich glaube, das ist einfach 2D Minecraft. Das ist, beeindruckender, als ich erwartet hatte. Das Problem ist nur, ich bin gerade in der Wüste. In der Wüste gibt es nicht allzu viel Holz. Und ihr wisst ja, womit man üblich klassischerweise Minecraft anfängt. Oh, ich könnte in der Höhle gehen. Ich habe Angst. Ich habe nur einen Kaktus zu meiner Verteidigung. Auch weiter nach... das Terraria. Mal mehr. Oh, hier ist ein anderes Biom. Okay. Yo. Yo. Wie öffne ich... mein Crafting-Menü mit E. Das heißt, wir machen das. Okay. Wie kann ich eins davon reinsetzen?
Okay, ich muss Leertaste drücken lassen. Etwas unvorteilhaft. Ja, die Bedienung ist, dadurch, dass es ein Flash-Game ist, etwas unangenehm. Aber okay, bekommen wir hin. Oh Gott, wie kann ich anderes Zeug auswählen? 3? Ja, ich muss 3 drücken dafür. Dann platzieren wir den Knaben. Und wie quatsche ich das an? E, okay. Das heißt, wir machen das. Dann nehme ich die mit. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Holz. Was ist daran Paper? Wahrscheinlich, weil es 2D ist. Ich vermute, derjenige, der dem Spiel den Namen gegeben hat, ist nicht derjenige, der das Spiel gemacht hat. Ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster. Ich will eine Pickaxe, glaube ich. Yes. Hey, nimmst du das bitte mit? Dankeschön. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid bereit, denn wir gehen jetzt nach unten. Wir gehen ziemlich weit nach unten. Ich glaube, ich werde eine unterirdische Höhle finden. Vielleicht finden wir ein paar epische Diamonds oder so. Das wird einfach fantastisch. Also es passiert wirklich sehr wenig und ich kann sehr viel mehr sehen, als ich das sollte. Oh. Ich könnte mir eine bessere Spitzhacke theoretisch machen. Denn wenn das so weitergeht, wäre ich nicht glücklich. Oh Gott, nein, okay. Lass ich mal eben Crafting-Menü. Oh nein, ich habe kein Holz dabei. Oh nein. Okay, ist ja was? Ich hämmere einfach daran vorbei. Nein! Einmal braucht man kein Eisenerz und dann? Wie willst du jetzt wieder nach oben kommen? Ich weiß nicht, mir ist aufgefallen, dass oh, ich glaube, das ist Gold. Das ist super seltsam ist in dem Spiel. Gott, wenn ich Kohle gefunden hätte, wäre das so hilfreich. Es ist super seltsam ist, Dinge zu platzieren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin noch im Spiel. Ich sollte was anderes spielen, oder? Ich glaube, das habe ich verkackt.